Hallo A-Forbes, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und heute geht es, wie ihr seht, um Feuerwehr, nämlich um ein neues Feuerwehrfahrzeug, ein TLF 4000, ein großes Tanklöschfahrzeug. Aber ich konnte nicht anders, ich wollte nochmal die Feuerwehrstation auf den Tisch stellen mit dem Übungsturm, mit dem Hauptgebäude und mit der großen Fahrzeughalle. Und da in Tor 1 steht auch schon das Fahrzeug, um das es heute geht. Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen Platz. Hole das TLF heraus. Und stelle es euch vor. So. Das ist ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000. 4000 heißt laut DIN-Norm, das sind mindestens 4000 Liter Löschwasser drin. Außerdem mindestens 500 Liter Schaum. Es muss eine genormte Pumpe haben, die mindestens 2000 Liter Wasser pro Minute in die Schläuche befördern kann. Also ein großes Tanklöschfahrzeug, das zur schnellen Brandbekämpfung eine ordentliche Menge an Wasser dabei hat. Das heißt, wenn hier aus allen Rohren nicht Feuer, sondern Wasser gegeben wird, kann man bis zu 2 Minuten lang pumpen, bis der interne Tank leer ist. Solche Fahrzeuge werden teilweise auch mit 4.300 Litern oder 4.500 Liter Tank ausgeliefert, je nachdem, auf was für einem Fahrgestell das Ganze basiert, wer das Fahrzeug ausrüstet. Das ist jetzt ein Fahrgestell eines typischen schwedischen Lastwagens. Diese Fahrzeuge dürfen maximal 18 Tonnen wiegen, laut Norm, und haben natürlich auch jede Menge Ausrüstung dabei. Jetzt haben wir hier oben schon mal eine Leiter. Ich sage, das ist eine Steckleiter. Wir haben hier hinten jede Menge Klappen, aber fangen wir doch mal vorne an. Haben hier eine senkrechte und deshalb jetzt in dem Fall aus 3 Zweier-Panels gebaute Frontscheibe. Haben hier eine schöne Fahrzeugfront wieder und haben hier so quasi Einstiegshilfen angedeutet. Das gefällt mir. Und wir haben auch hier wieder ein abnehmbares Kabinendach und da können auch 2 Figuren hintereinander sitzen, wenn man das möchte. Und falls ihr euch gefragt habt, ob das Fahrzeug mit seinen breiten Rückspiegeln in unsere Fahrzeughalle passt, sage ich ganz klar, nein, passt nicht. So zumindest nicht. Deswegen zeigt die Bauanleitung erst, wie man es so baut. Und dann gibt es direkt nach dem Schritt, wo das eingebaut wird, einen nächsten Bauschritt, in dem gezeigt wird, dass man diese Teile auch ohne diese 1x2er-Slopes und mit den Noppen nach innen so einbauen kann. Und wenn man das auf beiden Seiten macht, passt das Fahrzeug ganz wunderbar in die Fahrzeughalle. Und da die hier gerade steht, machen wir das nochmal. Doch mal. Man sollte eigentlich natürlich nicht, ich glaube, man fällt hier nicht vorwärts rein, ich glaube, rückwärts ausparken, wenn Brand ist, ist keine so gute Idee, aber ihr seht, es passt. Mit diesen beiden Teilen würde es nicht passen, dann ist es etwas breiter als 8 Noppen. Deswegen haben wir bei solchen Fahrzeugen immer 2 Varianten, wie man die Außenspiegel bauen kann. Machen wir jetzt mal wieder die breitere Variante. Sieht dann ein bisschen schicker aus. Aber bei den Rolltoren sind wir halt auf eine Breite von 8 Noppen beschränkt. Es gibt diese Rolltorelemente nur in einer Breite für 8 Noppen. Breiter gibt es sie nicht. So, und jetzt haben wir hier hinten jede Menge Klappen. Ich liebe ja Klappen. Ich mache sie erstmal alle auf. 7 große Klappen. Und eigentlich sind das hier so Rolltore, es geht nach hier unten noch weiter. Das haben wir halt hier über diese Modified Bricks mit dieser seitlichen Riffelung angedeutet. Also Ausrüstung, Feuerlöscher, hier kommt ein Schlauch dann raus. Hier hinten sieht es aus, als wäre da halt die Pumpe für den Tank, der hier in der Mitte dann natürlich auch sitzt. Irgendwo müssen ja die 4 Kubikmeter Wasser hin. Da muss ich mir überlegen, ne? 4000 Liter, 4 Kubikmeter, das ist eine gewisse Menge. Mein Kleinwagen wäre damit ziemlich voll.
und überladen, aber dieses Auto hat ja ein zulässiges Gesamtgewicht von 18 Tonnen. Da passt was rein. So, das ist jetzt ein TLF, ein Tanklöschfahrzeug. Das heißt, es hat nicht ganz so viel alternative Ausrüstung noch dabei, wie ein HLF, wie ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, aber dafür einen größeren Tank. In so einer kleinen Wehr ist es, glaube ich, ganz gut, ein HLF zu haben, weil das halt vielseitiger ist, wenn man halt nur ein so großes Fahrzeug hat. Das hier ist jetzt ein großes Tanklöschfahrzeug. Nicht ganz so groß wie das GTLF, das habe ich euch, glaube ich, auch schon vorgestellt. Das ist ein Großtanklöschfahrzeug, aber so ziemlich am oberen Ende. Es gibt auch TLF 3000 und TLF 2000, glaube ich, aber das ist ein 4000er. Jawohl. Fassen wir mal zusammen. Das ist das Set mit der Nummer 102160. 408 Teile für 22,95. 17,5 cm lang, 7 cm breit bei breiten Außenspiegeln und 8 cm hoch. Entspannt aufzubauen. Absolut entspannt. Ach ja, Allradantrieb hat der auch. Kleines Funfact noch. Und ich wurde von einem Kunden gefragt, ob er denn nicht so rote Rahmen haben könnte, weil die roten Rahmen seiner Ansicht nach hier besser aussehen. Je nachdem, wie die lackiert sind. Ich meine, es gibt ja welche, die haben auch irgendwelche Streifen und so, je nach wer. Klar, man kann das auch mit roten Rahmen machen, hat dann aber hier eine rote Linie zwischen dem Bereich und dem Bereich. Und eigentlich sind das ja längere Rolltore. Also eigentlich geht das noch weiter nach unten. Das würde meiner Meinung nach die Optik hier ein bisschen durchbrechen. Aber falls ihr der Ansicht seid, so ein roter Rahmen, wie er hier hinten zu sehen ist, wäre hier an den Seiten besser. Wisst ihr was? Wir haben das Teil als Partback. Da sind 20 Stück drin. 6 braucht man hier für das Fahrzeug. Also falls ihr das Fahrzeug super gut findet, aber unbedingt rote Rahmen haben wollt, wir haben diese Teile, diese speziellen 4 hohen Fenster, nicht die 3 hohen Standard, sondern das sind die 4 hohen für die Klappen bereits als Partback da. Unser Partback-Sortiment wächst und gedeiht. Es kamen jetzt gerade wieder, ich glaube, über 300 Artikel an, also es wird immer mehr. Lohnt sich auf jeden Fall bei uns im Shop bei den Partpacks vorbeizuschauen. Diese Teile findet ihr beispielsweise unter Windows und Doors, also Fenster und Türen. So ist es. Für heute war es das damit auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, man kann nie genug Noppensteine haben und nächstes Mal gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.